Ja, Tag, der Ralf hier, hier ist musikmachen.de. Heute habe ich hier Nylon-Akustikgitarren von Ortega, eine RCE 158 und hier die, das ist eine RCE 159. Und die sind mehr oder weniger identisch aufgebaut. Der Unterschied ist, dass das hier eine Fichtendecke ist und die andere Gitarre hat eine Zederndecke. Des Weiteren ist der Body bei beiden Gitarren aus Palisander. Das Griffbrett ebenfalls. Dann gibt es hier von Ortega auch die Mechaniken dran. Ein Ortega Pickup ist drin, der nennt sich Magnus Pro, den hören wir auch später noch an. Beide Gitarren haben einen Cutaway und hier wird das Kabel reingesteckt, hier ist noch ein Batteriefach und damit ist dann eigentlich schon mehr oder weniger über die beiden Gitarren alles gesagt. Und daran sieht man eigentlich schon, dass ich glaube, dass man im Hinterkopf hatte, dass diese Gitarren eben auch dafür da sind, für Leute interessant zu machen, die sonst nicht unbedingt Nylon-Gitarre spielen. Eben, das Cutaway ist dabei, ein Pickup ist drin. Der Hals ist sehr, sehr flach und sehr, sehr leicht zu bespielen. Und ja, wie sich das Ganze anhört, los geht's. Und dann wollen wir hier in die 158 mal als erstes reinhören. Haben alle ungefähr schön ausgewogene gleiche Lautstärke. Die Gitarre schwingt auch gut mit. Gehen wir hier nochmal. Durch das Cutaway sind natürlich auch die oberen Lagen gut erreichbar. Bei der Gitarre ist es so, dass die im Frequenzspektrum Bässe und Höhen eigentlich sehr schön betont. So, jetzt habe ich mal hier die 159 und jetzt spielen wir mal was Ähnliches wie gerade und hören mal ein bisschen, wo der Unterschied dann ist. Die Gitarre ist insgesamt ein bisschen lauter vom Frequenzspektrum, etwas wärmer und ganz ausgeglichen, also ein bisschen mehr Mitten hat die. Der Hals ist auch ein bisschen breiter bei dieser als bei dieser. Lässt sich aber auch super bespielen. Jetzt hören wir mal den Pickup noch an, der hier drin ist. Ortega Magnus Pro nennt er sich. Hören wir mal. Beiden Ortegas, RCE 158 und 159, also wer eine Nylon-Akustikgitarre sucht, mit der man auch auf der Bühne spielen kann, die hat nämlich, das habe ich eben noch nicht erzählt, die hat nämlich auch Gurtknöpfe schon dran, also die kann man auch super im Stehen spielen und verstärkt spielen sowieso, der ist dann mit 450 Euro dann schon dabei und dafür kriegt man wirklich eine ganz tolle Gitarre, die lässt sich super bespielen, die ist tiptop verarbeitet und ja, klingt schön, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So viel von mir. Wir sehen uns ein andermal. Ich bin der Ralf, das war musikmachen.de. Macht's gut, bis später. Ciao.